Können wir jetzt vielleicht. Wird wahrscheinlich nicht klappen. Weil die brauchen natürlich einen Stiefel. Aber ja. Du siehst hungrig aus. Ah, bin ich auch. Du hast nicht zufällig was Essbares dabei? Nichts Passendes, nein. Aber ist mir auch egal, was es ist. Ich könnte gerade alles essen. Falsch. Wie jetzt falsch? Du kannst eben nicht alles essen. Penner essen Schuhe. Was? Na, Schuhe, das weiß doch jeder. Anfänger. Wie schade. Gehen wir mal hier hinein. Oh. Als Antriebsturbine. Was für eine Verschwendung. Daraus hätte man einen grandiosen Fluchtapparat bauen können. Oder eine Hochgeschwindigkeitskäsereibe. Eine Klappe. Das ist einer dieser praktischen Steckplätze, in die man Stromumkehrer einbauen kann. Zum Glück haben wir hier einen mit dabei. Passt. Okay, Knopf. Das funktioniert wohl nicht ganz. Ja? Ich bin's, Rufus. Bist du nicht? Wenn du Rufus wärst, wüsstest du das geheime Ach du Schreck. Knopfzeichen. Weiß ich ja auch. Und es beginnt mit einem D, richtig? Ha, viel Glück. Knopfzeichen. Tür. Ey, was? Falsch. Aber falsch. Verdammt. Wir haben ja Plus Knopfzeichen. minus plus. Plus, minus, plus, aber was hat das zu bedeuten? Plus, minus, plus. Falsch, falsch. Verdammt. Plus, minus, plus, aber wie denn? Wie, wo, was? Auf der Tastatur nach dem Plus suchen. Schade. Hätte ja sein können. Falsch. Aber falsch. Verdammt. Kopfkratz. Plus, minus, plus, was soll das heißen? Da gibt es jetzt unendliche Falsch. Möglichkeiten. Aber falsch. Verdammt. Eins, zwei, drei. Vier. Eins, zwei, drei, vier. Falsch, aber falsch. Verdammt. Falsch, aber falsch. Plus, minus, plus, vielleicht müssen wir erstmal. Plus. Minus. Plus. Falsch, aber falsch. Verdammt. Verdammt. Plus. Falsch, aber falsch.
Verdammt. Ach, verdammt. Hier kommen wir wohl nicht voran. Tja. Falsch. Ich weiß auch nicht. Falsch. Verdammt. Tja. Das haben wir noch nicht ausprobiert. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Ja, gut. Tja, puh. Na, sowas auch. Klopf, 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 klopf. Und da nur ein. Bett haben wir alles ausprobiert. Falsch. Aber falsch. Verdammt. Na, verdammt, verdammt, verdammt. Tja, mir fällt nichts mehr ein. So ein Mist. Gehen wir zurück zum Kai. Tja, vielleicht Baby Ghoul. Vielleicht können wir die nochmal umwandeln. Vielleicht geht die dann mit uns gemeinsam zum Wahrseher, zum Wahrsager, zum Seher. Baby Ghoul! Tja, Baby Ghoul, dann vielleicht, wenn wir sie jetzt überreden, mitzukommen. Hey, Ghoul! Alles gut bei dir? Und wie? Ist es nicht wunderschön hier? Tja. Kommst du mit zum Wahrsager? Er wohnt in dem Zelt da oben. Ein Wahrsager? Boah! Worauf warten wir noch? Wer als erstes da ist? Okay, sie ist jetzt beim Seher drin. Nächstes Jahr schon? So ist es vorherbestimmt. Es kommt von der Mütze. Auch Haarwurzeln müssen atmen, weißt du? Oh, da kommt er. Worüber habt ihr gesprochen? Nichts. Fangen wir doch am besten gleich an. Also, was wollt ihr wissen? Wie sind die Lottozahlen von dieser Woche? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung zu tun hat. Das hier ist eine Partnerberatung. Ich beantworte nur Fragen, die sich auf eure Partnerschaft beziehen. So ein Dreck. Ja, lass mich das umformulieren. Werden wir reich sein? So lottogewinnreich? Das ist doch ein Trick, oder? Aber na gut, ich guck mal, ob ich etwas in der Kugel erkennen kann. Ich was? Ich sehe, dass ihr reich werdet. Ja, ich wusste es. Reich an Erfahrung. Vorausgesetzt, ihr überlebt das alles hier. Was kann man sich mehr wünschen? Ein Hinweis auf die Lottozahlen vielleicht. Mehr verrät die Kugel aber nicht. Was wird aus Deponia? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung zu tun hat. Lass mich umformulieren.
Lass mich das umformulieren. Genau. Wo werden wir zusammen alt werden? Auf Elysium? Nun, das sollte einfach zu beantworten sein. Ich sehe... Nanu, was ist denn jetzt los? Die Kugel ist auf einmal ganz dunkel geworden. Sehr seltsam. Das liegt bestimmt daran, dass die Kugel nicht jugendfreie Szenen zensiert. Oder wir machen gerade einen Nachtspaziergang. Auf jeden Fall ist das ein gutes Zeichen. Da bin ich mir sicher. Ja. Werde ich verhindern, dass Goal Cletus heiratet? Was denn? Ihr seid gar kein Paar? Lass mich das umformulieren. Wie sieht unsere gemeinsame Zukunft aus? Knifflig. Ich werde am besten die Kugel befragen. Ich sehe, dass noch ein langer, beschwerlicher Weg vor euch liegt. Vor uns? Meinst du nicht vielleicht hinter uns? Hältst du die Kugel überhaupt richtig rum? Ich glaube schon. Immerhin ist hier so ein Pfeil auf der Unterseite. This side up. Hier steht's. Ach, komm schon, Rufus. Dann liegt halt noch ein langer Weg vor uns. Ist doch toll, solange wir beieinander sind. Ja. Das ist doch alles Reibach. Du hältst die Kugel falsch rum. Ich fürchte nicht. Hier, du kannst dich gerne noch einmal davon überzeugen. Kann man die Kugel irgendwie... Ich glaub's dir ja. Verdammt. Lass uns weitermachen. Gern. Das ist doch alles Reibach. Ich fürchte nicht. Hier. Vielleicht im Wald. Eine Sache hat er nicht vorhergesehen, nämlich welche Folgen es haben würde, Hüte zu tragen. Vielleicht. Ich sehe, du planst, um dein Schicksal zu feilschen. Aber so honorig der Versuch auch sein mag, den dir vorbestimmten Weg zu ändern, das Schicksal lässt sich nicht bestechen, mein Freund. Ich sehe, du planst, aber so Hund, das schick. Ich glaub's dir ja. Lass uns weitermachen. Ja. Lass uns die Sitzung beenden. Das führt doch zu nichts. Oh, schade. Kommt wieder, wenn ihr es euch anders überlegt habt. Und dann versuche ich mal hier ein bisschen weiter zu kommen. Klopfzeichen. Klopf, klopf. Was war das gerade? Ein Klopfer? Okay, er klopft zurück. Was? Dreimal klopfen? Falsch. Aber ach, verdammt. Falsch. Und die klopft er zurück. Er fängt jetzt an. Wenn ich dreimal klopfe, antwortet er. Okay. Dreimal klopfen. Plus, minus, plus. Vielleicht. 3 plus 1 ist 4. 4 minus... 3 ist 1. Ach du Schande, waren das jetzt 4? Also 1 sind 5. Ihr müsst jetzt 5 mal klopfen, das. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Als ob. Hey,
Das war ja tatsächlich richtig. Natürlich war das richtig, du Morschbirne. Rufus, bist du das etwa? Was machst du denn da draußen? Klar, wenn ich das wüsste. Vielleicht klopfe ich einfach gerne. Komm rein. Janosch wartet auf dich. Hm, wir können rein.